place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. It's not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. Hallo und auf YouTube willkommen zu Detroit Become Human. Hallo Volks und willkommen zurück zu einem Livestream von Detroit Become Human. Und jetzt startet's da grad. Gehe zu Karl. Jetzt bin ich gerade von der Ferien zurückgekommen und ja, ein paar Tage nicht mehr gespielt, muss da wieder ein bisschen die Spielmechanik reinkommen. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Wer bist denn du? Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann.
das kann er. Können wir uns zuerst ein bisschen um? Hätte ich noch mein Bild. Hi Dad, ich komme morgen aus dem Krankenhaus raus. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Es macht mich irre, es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Hey, ich würde dich gern morgen besuchen kommen, wenn es dir recht ist. Ich möchte nur sagen,
Ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Schnell in die Küche gehen. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Carl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich bin völlig ratlos, Carl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten, Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Aber was soll ich tun? Carl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Marcus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Vielleicht am Rätsel ist auch kämpfen. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Ciao, Mark. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes.
Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Nur 4% nach oben. Nur mehr Optionen. Seit 6 Uhr heute.